Hi, es ist Mia von Geeks Live Luxemburg. Auf der LuxCon und wir sitzen nur heute zusammen am Allerwuppes. Moin. Moin. Und wie geht es? Jo, super. Ma, wie gesagt, wir sollen so, oder wahrscheinlich, ich schon du, so 3D-Diorama. Wie passt du dazu kommen? Das war für eine 3 Jahre, hatte ich die Idee, für mal ein Bild zu machen, wo ich im Internet gesehen habe, von einem Mario-Level. Und ich dachte, das wäre flott für einen Partykeller hochzuziehen, hat so ein ähnliches gebaut. Aber wo ich das fertig habe, habe ich gedacht, das wäre die Mauer, die so noch so plack ist, von dem das Bild hängt. Was kann ich noch da hängen? Und da war mir direkt die Idee gekommen von der Landkarte von Zelda, vom Super Nintendo. Und dann habe ich ein bisschen geguckt, wie ich das kann am besten so als 3D rausbringen. Und wie ich das fertig habe, war am Anfang, das war der Startschuss, da waren ganz viele Spieler mal in den Kopf gekommen, also durchgefangen, dass ich die Bilder mache. Was hat denn die Materialien schon so gerissen? Also die Bilder sind, das alles auf normalem Papier geprint. Und nur für die Levelings kreieren, da benutze ich ganz viel mit Moosgummi und Karton und Styropor. Und wie lange brauchst du ungefähr für eine Arbeit, so durchschnittlich? Das so zwischen 8 und 10 Stunden brauche ich. Das geht dann nur von der Idee, von wie ich spiele. Und dann wird geguckt, wie ein 10 will ich machen. Und dann im Internet gehen Bilder gesehen, da geht dann Photoshop bearbeitet. Und dann fängt schon zu schnipseln. Und wie genau planst du das so im Voraus? Also, du hast schon den Plan, dass du zum Beispiel siehst, von dem und dem Spiel müssen du nur in ein anderes Spiel oder müssen du einfach komplett spontan? Es sind immer ja, Spieler, die ich immer gerne gespielt habe. Ich meine, kein Spieler, wo ich nie gespielt habe. Das ist wirklich streng ein Hobby. Dafür verkaufe ich es auch nicht mit. Das alles online. Online, wenn ich kann rufen mit einer Instruktion. Und vier Lehren, alles, von da kann all Bild selber eben nur machen. Maja, weil es hier schon letztes Jahr heu warst und du hast ja gerade gesagt, dass du eben nicht verkaufst, du hast dann ja irgendwie das missverstanden und dass du dann den ganzen Skandal gehen, dass dann ein von den Bildern gefehlt hat, respektive pur. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen? Ja, es waren zwei Bilder geklaut gehen und es war ein Monsieur, den wollte unbedingt ein Bild kaufen. Dafür war mir schon abgefallen und hast mir ein Bild dran drin getrippelt. Und ich habe dem Lever erklärt, dass ich das nicht verkaufe, dass ich alles kann, ihm schicken kann, für Nutzen machen. Und dann, das ist der Abend, letztes Jahr, wo du stehen warst, also mein Steh auf der LuxCon. Und ich war in dem Moment doch drin mit einem Kollegen und zu dem Moment hat er dann mit seinen Mädchen hatten sie dann die zwei Bilder geklaut. Und das ist mir richtig ihm aufgefallen, weil der Kollege mir geholfen hat, abpacken. Und ich konnte von drei Leuten, die mir super geholfen haben, da war ein, den Kim Konter, den hat mir den Namen gegeben, weil ich hatte ihn verdacht, den hat ich auf Facebook direkt gepostet. Den hat mir gesagt, bei mir hat den, der so aussieht, dass ein Mädchen war so als Cosplayer verklebt. Und der Sam von Geeks Live Luxemburg, den hat Gott sei Dank ein Foto vom Mädchen geschossen. Das als Cosplayer. Und durch die, und wenn er ein Mädchen, Dark Rico Cosplayer, das hat sie gesehen, dass die verdächtig waren. Und du warst nicht mehr eine Sache von der Zeit, und ich habe auf Facebook viel lange Recherche gemacht, bis ich dann durch das Foto vom Mädchen habe ich dann die richtige Fond und dann habe ich einen Plan gemacht und ja, du kriegst meine Bilder dann von der Polizei rum. Gut, dass sie dann nur endlich rum zu Hause hängen, ne? Ja, genau. Also hängt nur noch rum, da oben das hängt der Mario und der Mario 2, den 3, die Woche schaut in den Sache rum. Da sind wir ja alle gute Frau und ich hoffe, dass es das ja dann nicht nach Rennkehr so geht. Ja. Ich hoffe noch. Na ja, dann so ein Schmull. Vielen Dank für ein Interview und noch viel Spaß auf der LuxCon. Ja, merci, ja, Jo. I'm not